Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Night of the Dead mit Mini Carbine. Es ist hell, es ist schön. Lass uns Licht bauen. ich brauche Licht für die Batterie zum Laden, dass wir Strom haben. Das machen wir jetzt. Schönen guten Tag. Also, Elektrizität. Da brauche ich Ditte. Da haben wir noch ein, zwei Sachen. Muss ich die Ohrhof werden? Nee, ich muss auf jeden Fall das Verbindungstool bauen. Das auf jeden Fall. Also, Zeug aus der Kiste. Zack, zack. Warten Sie mal, wo habe ich denn hingeschmissen? Ich bin wieder ein Quatschkopf. Konzentrieren Sie sich auf Zeug, was wichtig ist. Kann ich nicht. Haben schon andere versucht. Die Konzentration konzentriert sich, dass ich das überhaupt schaffe. Ah, ich bin heute wieder lustig. Clown hier frühstückt. Wie man immer so schön sagen tut. So, das brauche ich, aber das wollte ich ja nicht. Das wollte ich eigentlich auch nicht, aber habe ich jetzt trotzdem. Steine brauche ich da jetzt erstmal nicht. Und davon habe ich da eins wie gesammelt. Und Eisen habe ich ja auch noch. Das muss ich einschmelzen. Und Kupfer habe ich noch. Und vor allen Dingen habe ich hier Viehzeug. Viehzeug. Genau, ist auch richtig. So. Und Nahrung. Denn es sind nämlich auch weg. Aus den Augen, aus den Sinnen. Siehst du. Der Kabin will ein bisschen mehr Platz, wisst ihr? Lässt sich mehr produzieren. So, also, ich brauche diese Lämpchen, Dingelzen, wie auch immer. Diese da. Es bringen mir Fragmente. Die ich letztes Mal für Nähe verbaut habe. Naja. Habe ich schon mal gesagt, dass wir Eisen sammeln müssen? Oh, nicht schon wieder. Was soll ich denn machen? Braucht das Material erst für das eine, jetzt für das andere, Mann. Und eine Batterie wird eh nie reichen. Ich brauche 5 Stück mindestens. Und dann nochmal ein paar extra für schockierende Sachen. Schockierende Sachen. Ich brauche doch bloß die Autos auseinandernehmen. Und hast du nie gesehen, dann kriegen wir die Teile auch so zusammen. Ganz locker. Wie gesagt, bin ich die auseinanderschraube? Ja, obwohl, wir sind ja eine Stadt. Es sollte Möglichkeit sein. Es sollte möglich sein, das schnell zusammenzukriegen. Ey, aber komisch. Letztes Mal haben wir genau diese Dudes fehlt. Jetzt sind sie da. Entschuldigung, wollte sie nicht beim Springen stören. Aber bei ihnen runterkommen. Plastik. Die schmeißen das weg, was wir brauchen. Ist das so eine Rache? Nee, ich lass die doch mal stehen, wa? Ich lass die stehen, weil, wie gesagt. Denn kann ich die immer wieder looten. Das meine ich. Ey, der sieht aus hier wie bei Alice im Wunderland hier, die Humpty Dumpty, genau. Du hast nicht so einen Eierkopf. Du Eierkopf. Aber die kann ich auseinandernehmen. Ditte. Achso. Oh, ich hab die Arme nicht gesehen. Das sah aus wie ein neues Vieh. Hab ich gedacht. Da. Da sieht er. Mrs. Tong Tong. Da hab ich die Arme nicht gesehen. Jetzt hat sie nicht mehr. Halt, Moment. Dankeschön. Und auf Wiedersehen. Sie schauen nicht mehr rein. Und Spaß haben sie auch nicht. So. Oh nein! Durchziehen. Fräulein? Ich wollte gerade sagen, könnten Sie mir mal kurz entgegenkommen? Oh, da hinten ist Eisen. Achso. Heute richtig, Leute. Tapste hinter mir. Es tapste hinter mir. Hinterher.
Nein. Jetzt nicht mehr. Hallo? Danke. Danke. Hallo? Danke. Oder sind noch mehr? Was ist denn hier los? Ah, hüst, hüst, hüst. Ich habe gedacht, dass das Stück hier ein fieses Stück ist. Aber ich muss trotzdem mal kurz hier hingucken. Ey, ist hier noch offen? Kann ich rinkommen? Alter, das wäre noch besser, wa? Guck mal, riesengroße Droh. Das wäre auch nicht schlecht. Das Gebäude von der Baufläche ja schon alleine. Den Krieg. Den Krieg. Den Krieg. Den hab ich! Ey, warte mal kurz. Ich muss denn da die stehen? Genau aus diesem Grund. Der ist zu blöd, sich zu verteidigen. Aber auch bloß, weil es ja funktioniert hat. So, jetzt gib mir mal was hier. Hier war doch auch Stuff gewesen und so. Hallo. Boah, so schlecht war der nicht. Jetzt gehen wir mal in den Keller rein. Der Keller existiert doch noch, oder? Ja. Hat sich hier irgendwas geändert? Ist hier irgendwas geilet? Nope. Muss ich mir vorstellen, würde hier richtig tief nach unten gehen. Nochmal geändert, wisst ihr? So. Katakomben. Aber hier ist nichts. Total sinnlos, das Ding hier. Obwohl, hier ist ja auch noch was. Was haben wir denn da drinne? Hm? Eine Spule. Na toll. Naja, wie gesagt. Haben oder brauchen. Können wir später wenigstens zusammensetzen. Hallo Sie. Können wir mal kurz vor der Tür gehen, weil das ist hier ein bisschen kompliziert. Weil Trefferquote und so. Die singt. Und Sie wollen mich nicht singen hören. Liegt nicht in ihrem Interesse. So, warten Sie mal. Ich mach mal jetzt hier auf Ego. Bin so ein Egomane, ich weiß. Oh. Mann. Gut, das war eine richtig geile Idee. Gut, ich geh mal wieder umstellen. In diesem Moment habe ich gedacht, das ist eine gute Idee. Ich kann euch schon mal verraten. Ist es nicht. Vielleicht, wenn nicht gleich da einer gestanden hätte. Aber es war nicht der Fall. Der wollte gerade Schummler züngeln. Lass ich nicht zu. Ich kenne die nicht. Ah, sei ganz vorsichtig, Hase. Ah, besser ist es. Kann auch ganz anders. Bin nämlich auf der Suche nach Loot. Da lasse ich mich von niemandem ablenken. Schon ja nicht vom Hasen. Die Küche. Was ist das? Das hat sich irgendwie ganz komisch angehört. So. Gideb, gideb. Oh. Ah, du musst schon rinkommen. Bin ein bisschen platzmäßig begrenzt. Danke. Ich komm raus. So, ich hab gedacht, da kommt jetzt jemand um die Ecke. Was hab ich mir dabei gedacht? Also, ich würde mir wünschen, dass von meiner Lampe dieser Lichtkehl doch ein bisschen Licht ja ist. Also, ein bisschen mehr Licht in die Sache bringen würde.
Weil wenn ich eine Taschenlampe, ist zwar auch begrenzt, der Kegel, aber der sollte denn doch schon mehr Licht werfen. Aber vielleicht ist es auch bloß eine Wunschvorstellung. Achso, nee. Na gut, kann ich trotzdem abbauen. Ist schon korrekt. So, was haben wir hier? Ja, so langsam wird der Platz eng, wa? Dafür, dass ich eigentlich bloß wegen Fragmente unterwegs bin. Du, ich hau dich über die Reling, du kleiner, dummer Zombie, du. Auf dem Arsch. Erstmal durchgezogen. Gut, da kriegen wir ja auch immer ein bisschen Eisennähe und Fragmente, das ist ja auch was Schönes. Also. Oh, ich habe unten die Munition. Siehst du, die muss ich nur einsammeln. das habt ihr bestimmt schon gedacht. Der hat jetzt die Munition unten liegen lassen. Der Hannes, der. Warum tut der das? Ich hab sie gesehen gehabt, aber. In dem Moment wollte ich den gleich wieder los. Oh, jetzt. Zu gesund. Fülle zu Fülle frische Luft. Frische Luft. So, was haben wir hier drin? Nimm mit. Weiter geht's. Halt! Nase! A, O, I, Ö. Nase juckt. So. Eine Batterie. Aber gib mal, wenn da hinten noch welche Rumiwerke sind, dann muss ich doch ihn oder so übersehen haben. Wisst ihr, wie ich meine? So, in dieser Richtung. Da war ja noch ihn an der Wand, also der durchgekickt hat. Der hatte voll den Durchblick. Oh, später müssen wir, wie gesagt, anfangen, schon Werkbänke in der Stadt drin zu stellen, dass ich bestimmte Sachen auseinanderkloppen kann. Oh, jetzt. Weil sonst müssen wir immer nach Hause gehen, um die ganze Sache auseinanderzubauen. Ach, sag ich doch, da ist doch eine Tür. Aha, er ist frei. Ey, sag mal, er ist untreffbar. Das ist aber merkwürdig. So, denn nur da die Munition und unten die Munition. Ich hoffe, dass ich die noch finden werde. Folgen Sie mir. So, da nicht. Da hinten. Nee, da nicht. Sag mal, ich hab doch... Oder war das unten? Ich weiß, dass ich vor ein paar Sekunden Munition gesehen habe. Oder ich hab's doch eingesammelt. Und hab mir jetzt eingebildet, dass ich sie nicht eingesammelt hab. Was für eine Einbildung, das sag ich euch. Gehen sie mal aus dem Weg? Da ist nämlich Munition. Ich muss nachher erstmal im Schnitt nachschauen. Ob ich die eingesammelt hab. Es wurmt mich gerade. Weil ich gerade in meinem Kopf nicht weiß, ob ich die eingesackt hab oder nicht. Wahrscheinlich habe ich, hab's aber wieder verdrängt. Alle Möglichkeiten zieh ich in Betracht.
Da ist auch noch einer drin. Wollen sie raus? Zwei gleich. Ha, da nehme ich kurz. Der wollte gerade explodieren, habt ihr das gesehen? Dieser kleine Dreck hier. Aber ich habe seinen Plan vereitelt. Ich habe da auch noch was gesehen. Seht ihr? Schon wieder der Hase. Der wollte schon wieder. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich wollte gerade sagen, kommt die nicht rein oder was? Die Tür ist offen, Mädel. Die Tür ist immer noch offen. Ja, was soll ich denn noch machen? Soll ich mir eine Tür hinstellen? Kommen Sie bitte rein. Na, Sie wissen schon. Durch die Tür. Doch nicht, das ist bloß so eine Kiste, ich wollte gerade sagen. Ich glaube, da war unten im Keller. Ich gehe gleich nochmal runter. Das, was ich mir eingebildet habe, zu sehen. Lasst uns nochmal nach unten gehen. Und dann kann ich immer noch abhauen. Ja, hier ist... Da vorne ist noch... Vielleicht war da aber auch nicht. So ein... Oh, 100%. Entschuldigung. Sicher. Nö, hier ist halt raus. Gut. Ja, hab ich nichts gesagt. Wenn ich was übersehen habe, dann ist es eben halt zu spät. Dann ist es so. It is so wie das. Es führt nächste Mal. Hinaus. Ey, Hase. Kommst du jetzt her? Naja, ein paar Fragmente haben wir ja. Ich lasse ihn mal kurz in Ruhe mit den Hasen. Was ist ein Hase? Was? So. Gut, jetzt müsste das eigentlich reichen. Also ein, zwei Fragmente haben wir ja eine. 37 nur? Ich habe jetzt gedacht, mit den Steinen, die wir vorhin gesammelt haben, ist das schon so ein, zwei mehr, aber nicht wirklich. Hier ist auch nur Eisen. Kompensierung. Es schreit nach Kompensierung. Und nochmal. Jawohl. Ah nee, du bist bloß ein Stein. Da. Da ist noch Eisen. Da. 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 Entschuldigung. So, hab ich. Das haben wir auch. Jetzt ab nach Hause. Diese Glühbirnchen oder was das sind, bauen. Bauen's. Und dann gehen wir weiter. Nee, das ist das Falsche. Du hättest eine Dose essen müssen, Karbin. Eine Dose. Ach, was soll's. Ist's weh. Du wirst die Kraft brauchen. So, das haben wir. Dann werden wir das mal hinstellen. 7 Uhr könnte so ja heißen, dass wir noch ein oder zwei Tröpfchen Strom zusammenkriegen. Bleiben Sie doch mal oben auf dem Strich. Spart mir den Weg. Der Weg ist offen. Ja, also ich würde mal sagen, so 4 Stück.
4 Solarpanels sollten erstmal reichen, oder? Schauen wir mal. Ich müsste die so hinbauen, dass die auch stehen bleiben können. Sag mal, kann ich hier auch auf die restliche... Nee, das Gebäude ist nicht mehr da. Gut, dann baue ich das von hier hinten auf. Weil wenn, dann kommen sie ja eh von vorne. Ich gehe mal nicht davon aus, dass die Solarpanel dann angreifen. Von hier hinten. Aber wie gesagt, das ist nur eine Hoffnung. So 4 Stück, wenn möglich. So 4 Solarpanels. Achso, jetzt muss ich mir erstmal Platten bauen. Und dann muss ich mir noch ein paar andere Sachen bauen. Gut, dann weiß ich Bescheid. Bescheid. 3 Stück davon. Kupfer und Eisen. Raus damit. Eisen, Platten. Gut, warten Sie mal. Ich muss nochmal ein bisschen was ändern. Das ist doch zu viel Stein. Es geht so nicht. Oh, ihr könnt ja... Oh, warten Sie mal. Eine Sache ist ja noch da. Gut. Nee, nicht so gut. Wo sind denn die verdammt... Da. Und Nahrungszeug darin. Dann habe ich wenigstens ihn Platz wieder. Gut, also. Kann ich auch da hinten auseinandernehmen. Wie ihr sagt, ich will ja bloß noch Goldsachen behalten hier. Außer das, was ich noch nutze. So. Also. Ich. Was war das jetzt? Also hier, davon brauche ich ja noch Eier. Nachdem ich Kupfer und Eisen hergestellt habe. Oh. Naja, gut. Eisen. Ey, ein bisschen Strupp fehlt noch. Aber das war ja klar. Das war ja mal wieder klar. So. Solar. Das könnte Solar, werden. Da mache ich die oben aufsetzen. Denn sieht es ja fast aus, wie ihr wollt. Und fast cool. Achso. Die produzieren quasi jetzt schon, aber können noch nicht rinseppen. Jetzt brauche ich Platten. Entschuldigung. Ich wollte nicht so viele herstellen. Ich wollte bloß die Hälfte. Das ist jetzt doof. Habe ich neue Größe? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube mal nein. Dein Glaube ist richtig. Das ist jetzt doof. Ich gehe nochmal schnell was Grüne klatschen. Ich mache Grüne kaputt. Dann haben wir hier noch Ranken. Geht mal dran aus, das sieht alles so kahl aus. Na, ich will ja wenigstens bloß jetzt schaffen, was wir uns vorhin haben. Lass den Strom fließen. Das war mein Plan. Aber dazu müssen die erstmal weg. Die stehen mir im Weg. Zwischen mir und meinen Grünen. Sag mal, wie viel hältst du denn auf? Ist da etwas beschädigt? Ich würde schon sagen, schon ein bisschen besser.
Aber da stehen auch wieder Hunds und Kunz. Und gib mal da auch so einen Bodenrombo. Ich glaube, das, was letztes Mal gefehlt hat, wird jetzt auf einen Schlag auf die Tafel. Sollen sie machen. Weit werden sie auch eh nicht mitkommen. Ich schnetze die weg. Die kommen. Ich schnetze die weg. Sie kommen. Lernen? Nee, das tun sie nicht. Denn haben sie ein Problem. So, ich muss mal eine machen mit dem Sammeln, dass Strom darin ihn tut, wo drin gehört. Hoch wendet jetzt wahrscheinlich ja, nee, so in der Ware fällt, hä? Was? Naja, gut, das wird schon reichen. Ich muss ja, wir sind ja erst bei 7 Uhr, Mensch. Ich muss jetzt, wie gesagt, nur den Strom rinfließen lassen. Es wird noch nicht so viel sein. Als wenn du den ganzen Tag rin ballern tust, strommäßig. Dann muss ich das noch umstellen, umbauen. Sagt, verkabeln die ganze Schose. Joa. Dann muss ich die Dinger noch umstellen. Die müssen ja noch nach vorne. Und dann diese Verbindung bauen. Ich werde das jetzt erstmal bloß denn so ranknüppern. Später müssen wir das eben halt mit einem Verteiler ranbauen. Dass wir eben halt mehrere Stromquellen anschließen können. Und wir bleiben ja eh bei Solar. Also Benzin-Dings ist zwar gut, aber eben halt ja, nicht so rentabel. Und ich habe keine Lust, so ein Ding extra in eine Wüste aufzustellen und dann jedes Mal eine Wüsterin zu tingeln. Um das leer zu machen, weil, wie gesagt, das ja denn die Produktion des Benzins höher. Aber rein theoretisch müssten wir das mal ausprobieren. Direkt hinter der Grenze? So ein Ding hingestellt? Könnte vielleicht. Ja, vielleicht werden wir eh so ein Ding aufstellen da hinten. Schauen wir mal. Wenn das so weit ist. Gut. Nächstes. Baue. So. Zwei kriegt noch eins hin. Ja. Das wird aber schon genau. Das wird schon fehlen. So, dann machen wir mal schnell wo Kabeldingelsen. Wo bist du? Kabeldingelsen. Ich hab dich schon gesehen gehabt. Du warst da. Also, ich brauche noch mal eben so ein Ding. Dann machen wir noch eben mal so einen Stecker. Stecker. Stecke. Kabelse. Mache ich 5, weil wie gesagt. Oh, stimmt, jetzt sind ja 25. Gut, das habe ich jetzt nicht gesagt, aber. Ey, guck mal, der ist so ja schon auf blau. Wenn ich mich darauf achte, sollte ich nämlich auch, wenn ich was abbaue, das wiederbekommen. So, war so, ne? Genau. Da muss das drin. Und da die Batterie schon aufgewertet ist, wird die Mini durchknallen. Alter, ich hab die Batterie genau perfekt rumgesetzt, war ein Idiot, Alter. warten Sie mal. Ich werde wahrscheinlich noch immer hier eine Erweiterung bauen müssen. Weil ich ja so clever bin. So, jetzt kann die Batterie schön voll laufen. Seht ihr? Da. Gut. Die 7 bitte. Und dann bauen wir die schon mal ab. Die Bienen und stellen die da unten hin. Also, ach, Idiot. Ich muss da wieder, ich hab da noch. Moment mal. Ach, das ist bisher. Dich habe ich gerade vermisst. Da ist ja auch nichts mehr drin. Gut, weg damit. So, und das kommt jetzt da unten hin. Wird aufgewertet. Dann wird ein Schalter. Siehst du, ein Schalter muss ich auch noch stellen. Also.
bauen, aber den, wie sind die hier unten oder so, wa? Da hier oben, ich weiß es noch nicht. Musst ja einen Schalter machen, sonst lüftet Ding ja durch. Der wird es ja auch nicht. So. Njo. So, am besten hier hinten. Nee, hier ist doof. Hier hin. Kannst da lang. Ich weiß nicht, aber hier wäre besser hier wegen Schießen und so, wisst ihr? Obwohl, ich komme ja dann dran vorbei, denn es ist eben halt für die Ballisten. Naja, gut. B. Fallen. Schießen. Ja. Also dran vorbei, Mystica? Ja, komme ich ja dicke dran vorbei, Mensch. So. Ja gut, wie gesagt, das könnte hier die Ecke mal so ein Problem sein. Hier könnte ich das genauso machen, aber dann könnte er da reinschieben. Ich mache das auch so. Ich stelle das direkt im Weg. Aber dann weiß ich nicht, wie das ist, ob die das da als Behinderung fühlen. Also, wegen, die werden behindert. Also lasse ich das erstmal so. Jetzt brauche ich nochmal zwei davon und die Motoren muss ich wieder rausholen. Tja, dann haben wir das nämlich geschafft. Dann muss ich das morgen bloß noch verbinden. Und dann ist das gut. Und das Verbinden ist nicht so schwierig. Wie jetzt ist es voll. Ich brauche noch eine Batterie. Bau. Dann hat es noch batteriemäßig höhere Priorität. Bauen. Zwei Batterien und immer so ein Steckerding. Zwei Batterien. Steckerding. Das aufwerten und umleiten. B. Ich werde das mal daneben stecken, stellen. Das Ding ist ja nicht aufgewertet. Ich habe gedacht, das Ding ist aufgewertet. Oh, shit. Jetzt weiß ich, warum es so voll ist. Ja, gut, das müssen wir ganz schnell ändern. Weil sonst macht das Kanack, Knack. Und ich bin am Popis. Ja, das ist nicht so gut. Ich habe gedacht, ich habe das letzte Mal aufgewertet. Der Spule, ja gut, immer kann ich aufwerten. Genau. So sieht es aus. Dann werden wir nochmal zwei davon herstellen. Dann kann das schön voll laufen, dann ist es auch gut. Jetzt kann nichts mehr passieren. Kann doch, mir fehlt Plastik. Ja, das kriegen wir aber auch hin. Kein Problem. Stellen wir uns jetzt mal schnell Plastik her. Ist doch alle da. Die Frage ist, ob es reicht. Ja, es reicht. So, jetzt passt auch doppelt so viel drin und dann ist es gut. Kann er erstmal tun. Kann er erstmal vorladen. Voll vorladen. Aber die Schalter müssen wir dann auch doppelt aufwerten, wa? Also die müssen wir dann, wenn ich da so einen Schalter hinsetze, die muss ich mich auch noch werten. Oh, ich muss schon wieder husten. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause gleich. Aber den setze ich noch. Ich muss dran denken, dass ich den aufwerte. Wait, macht mit gleich. Aber eben halt offline. So, wir haben das fertig. Also Leute, alle soweit, fertig. Wie ich das machen wollte, die müssen aufgewertet werden.
Strom ist da. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Ich bin erstmal weg. Hauen Sie rein, machen Sie einen schönen Tag. Tschüss.